Rennleitung hat den Start freigegeben für die 11. und vorletzte Prüfung. Es geht über 1640 Meter. Das Zehnerfeld jetzt beim Anfahren durch den Ebrechtsdorfer Stallbogen. Favorisiert ins Rennen geht die 7 Unforgettable mit Hubert Brandstätter Junior. Noch 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Vor dem Start zeigte sich Camelot L unwillig, während sich Hulk Venus des Kommandos bemächtigt, allerdings gleich unter Druck gerät von Unforgettable. Dann aus noch Lady Sunshine an dritter Position vor Geronimo Casey und Allegra. Es geht sehr flott zur Sache. Fehler von Lady Sunshine nun im Vordertreffen. Aber Unforgettable löst Hulk Venus nun ab und beide Startkonter hinten haben einen Vorsprung von gut 25 Meter auf Geronimo Casey herausgelaufen. Dann außen Miss Election Day, gefolgt von Allegra und Big Dame. Verfolger kommen etwas näher in dieser Phase. Das Tempo war höllisch schnell auf den ersten 500 Metern. Der Pulk schiebt sich zusammen, wenn es durch den Stallbogen geht. Unforgettable in front vor Hulk Venus und Geronimo Casey. Dann Allegra und Miss Election Day vor Big Dame. Sowie Chetan und Mr. Goldfinger. Geronimo Casey wechselt nun in die zweite Spur. Nützt diese Phase des Rennens, um aufzurücken zu Unforgettable. Hulk Venus verbleibt an dritter Position vor Allegra. Dann kommt Big Dame besser ins Bild. Ist neu fünfte. Es geht gleich in den Schlussbogen hinein. Innen Unforgettable, außen Geronimo Casey, der zusetzt. Innen Hulk Venus ohne freier Fahrt, gefolgt von Allegra und dahinter lauert Big Dame. Wird nun in die dritte Spur zum Angriff beordert. Der Schlussbogen ist durchlaufen, es geht gleich auf die Endgerade. Geronimo Casey zieht sich ein wenig zurück, Unforgettable löst sich, aber außen ist Big Dame zur Stelle. Unforgettable oder Big Dame, die mit Reserven aufwartet. Mitte des Einlaufes übernimmt Big Dame das Kommando. Big Dame wird gewinnen. Den Gewinnern ist Bingo Preis. Dahinter noch Hulk Venus, knapp vor Unforgettable.